eine Kiste. Das wäre ganz gut, wenn man so einfach weiterläuft und dann ist in der Ecke in deinem Rücken so ein Lorbeerkranz. Das stelle ich mir immer als ganz gutes Versteck vor, weil man sich ja nicht immer umdreht, wenn man irgendwo hingeht. So, ich glaube hier, ja genau, hier hinten im Hintergrund sieht man sie schon. Wir werden jetzt gegen Normannen kämpfen. Also nicht gegen einfache Römer, die sich mit drei Schlägen besiegen lassen, sondern gegen ziemlich starke Gegner. Und da sind auch überall Zaubertränke. Die kann man natürlich nehmen, aber eigentlich kämpfe ich gerne ohne Zaubertränke. Ich möchte jeden Schlag spüren. 40. Oh ja, 40 Normannen. Wir sehen jetzt schon, die sind knallhart. Also die sind gar nicht so leicht zu besiegen. Man muss sie wirklich aufpassen. Wir müssen erstmal zusehen, dass wir unser Combo kriegen. Und wenn sie... Meine Fresse. Und wenn wir unser Combo haben, dann können wir hier ein paar Fallhämmer machen. Und dann kommen wir gegen die auch besser an. Die ganzen Zaubertränke hier, wir ignorieren die jetzt einfach mal. Wir werden... Bam! Wir werden den Zaubertrank brauchen später, um hier diese ganzen... die ganzen Metallkisten kaputt zu machen, aber darum werden wir uns jetzt einfach mal noch nicht kümmern. Das ist etwas, was wir jetzt später machen. Na los, komm, Obelix. Jawohl, zehnfacher Multiplikator. Cool. Jetzt wollen wir nur noch einen Centurio. Wo ist er? Da hinten rennt er. Der mit dem blauen Cape. Komm her, ich will 300 Helme bekommen von dir. Mist, der ist gleich vorbei, der Multiplikator. Mist. Komm her. Mist. Zu langsam. Verdammter Dreck. Das gibt's doch gar nicht. Guck mal, selbst die Normannen haben Angst ohne Waffen. Wenn ich ihnen ihre Keule wegnehme, dann kriegen sie Schiss. Ja, ja. Aber was ist mit mir? Ich kämpfe die ganze Zeit ohne Waffen. Okay, ich habe eine Fackel in der Hand. Das muss man schon sagen. Das ist nicht unbedingt fair. Ach, übrigens, noch eine Sache zu Idefix. Der kann kein Centurios die Waffe abnehmen. Also das funktioniert nicht, das gibt's nicht. Centurios lassen ihre Waffen nicht fallen. Die sind viel zu mächtig und zu stark. Das ist so ein, ja, es ist schon ein taktischer Punkt. Die Centurios sind auf jeden Fall sehr viel stärker und sehr viel mächtiger. Wo ist denn jetzt der, ach, da ist der letzte. Na wunderbar, alles geschafft. Perfekt. So, und aus einigen Kisten werden wir jetzt, wie gesagt, den Zaubertrank bekommen. Und dann können wir hier diese, oh hier, sogar zwei. Bam, Bronze. Und damit können wir denn hier schön die Kisten kaputt machen. Man muss hier wirklich, ah, jawohl. Meine Fresse, ey. Man muss hier jetzt wirklich aufpassen, dass man nicht alle Zaubertränke säuft und dann nicht alle Kisten kaputt macht. Ich will nämlich alle Kisten kaputt machen, definitiv. 26-facher Multiplikator. Das macht jetzt schon sehr viel aus. Ich weiß nicht, wie hoch der höchste Multiplikator ist, aber so an die 100 kommen wir schon, denke ich mal. So, da haben wir noch einen. Und hier noch mehr? Nee. Gut, das war's. Wow. Na gut, es ist ein Ausrasterspiel, ich gebe es zu. So, aber mehr Kisten sind die jetzt erstmal nicht. Okay, wunderbar. Dann können wir jetzt hier... Ach ja, mit Zaubertrank hat er einen Dreifachsprung. 1, 2, 3. Ja, das hatte ich ganz vergessen zu erwähnen. So, dann können wir hier aufmachen und dann geht's hier zur ersten Rutschpartie. Achtung, Rutschgefahr. Ich gebe dir ein Geschenk, wenn du es schaffst, die Helme einzusammeln, die auf diesem Abhang verteilt sind. Die Formulierung klang jetzt so, als ob wir jeden Einzelnen einsammeln müssen. Es sind 2000. Wir werden auf jeden Fall mit Multiplikatoren arbeiten müssen, ansonsten schaffen wir es nicht. Wenn wir es schaffen, werden uns die 2000 Helme auch gut geschrieben auf unser eigenes Konto. So, ansonsten hätten wir ja jetzt schon verkackt. So, das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache, muss man mal so sagen. Wir können auch springen. Irgendwie konnte man auch beschleunigen. Das habe ich jetzt vergessen, wie das geht. Naja gut, ist egal. Das werde ich bestimmt noch irgendwie rausfinden. So viele Tasten gibt es ja hier nicht. Wir sehen jetzt schon ein dreifacher Multiplikator und ein sechsfacher. Und hier sind die, die Helme, die 10 Punkte wert sind. Und noch ein Multiplikator und nochmal 10 Punkte Helme. Und noch ein Multiplikator und noch einer. Ihr seht schon, das ist nicht sonderlich schwer hier, das Erste, was wir hier machen. 18-facher Multiplikator und geschafft. Und das ist noch sehr viel länger, da könnt ihr euch drauf verlassen. So. Wie kann ich denn jetzt schneller fahren? Ich weiß es nicht mehr. Oh ja, natürlich einfach nach vorne. Nach vorne oder nach hinten lenken. Das ist natürlich ganz einfach. Ich versuche die ganze Zeit eine Taste zu finden. Ah! So, das habe ich auch noch nie verstanden. Wie soll man denn das vernünftig schaffen? Jawohl! Oh, das hat gut geklappt. Sehr schön. So, dann gehen wir hier noch lang und jetzt müssen wir wieder in die Mitte kommen. Genau.
Und das ist jetzt, glaube ich, das Finale, nicht wahr? Oder? Ich glaube, das ist das Ende. Wow, hier nochmal richtig viele Punkte bekommen. Die wurden uns alle schon auf unser Konto gut geschrieben, weil sie über den 2000 sind, die wir brauchen. Mann, wie er rennt. Eine tolle Vorstellung. Wie er sich freut. Hier ist dein Geschenk. Ja, das Geschenk ist immer ein Lorbeerkranz. Das sind einfach die Sachen, mit denen man belohnt wird. Und wenn man alle Lorbeerkränze hätte, dann wird man halt mit einem Kostüm belohnt. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber was soll's. So, hier suchen wir erstmal wieder Knöpfchen. Das hier ist übrigens ein Katapult, mit dem wir wieder zurückkommen würden. Deshalb auch hier diese blaue Fahne, die ich euch jetzt nicht wirklich zeigen kann, da. Die blaue Fahne mit den Dreiecken nach oben bedeutet, dass wir wieder nach oben geschickt werden würden, damit wir nochmal runterrutschen können. Also sowas können wir unendlich oft probieren, bis wir es denn halt geschafft haben. Und bei der letzten Rutschpartie werden wir das auch mehrere Male versuchen müssen. Definitiv, weil die ist echt knifflig. So. Und hier ist noch ein Knopf. Genau. Da ist noch ein Knopf. Und irgendwo müsste noch ein Knopf sein. So, von da sind wir aber nicht gekommen, von dieser Stelle. Da können wir noch so runterspringen, also so runterrutschen. Werden wir gleich mal versuchen, hochzukommen. So, jetzt sammeln wir erstmal hier den Lorbeerkranz ein. Gib her. So, und hier wieder schön viele Helme. Das seht ihr schon, als wir das mit Asterix kaputt gemacht haben, sind nicht ansatzweise so viel rausgekommen. So, und da springen wir gleich mal rauf. Aber erst, wenn wir den Bogenschützen hier fertig gemacht haben. Weil der könnte uns von den Kisten runterschießen. Das wollen wir natürlich auch nicht. So, ein Knopf. Und jetzt sind auch hier die Eiskugeln kaputt gegangen. So, wunderbar. Wenn wir Metallkisten kaputt machen, dann gehen die alle kaputt auf einem Stapel. Das heißt, wir können das nicht irgendwie beeinflussen, dass jetzt nur eine Kiste kaputt geht, wie hier. Ich mache das im Springen, weil, oh, Mist. Weil das manchmal vorkommt, dass er, wenn er ganz unten steht und dann schlägt, irgendwie zwei Kisten auf einmal kaputt macht. Das passiert manchmal. So, jetzt springen wir erstmal hier auf diese Kisten rauf und da und auf die Metallkiste. Ah, Mist. Verdammter Mist. So, wenn wir nämlich auf die Metallkisten kommen, dann können wir diesen kleinen Abhang runterrutschen und nochmal sehr viele Helme holen. Das will ich unbedingt machen. Ach. Mann, also so eine einfachen Jump-and-Run-Einlagen sind manchmal echt knifflig. So. So, was war das jetzt? So, einmal Kamera zentrieren und so und so. Ja, sehr schön. Okay. Sehr gut. Das hat sich gelohnt. Das waren schon einige Helme, nicht wahr? Ja, das waren einige, sag ich mal. So, wunderbar. Jetzt machen wir hier kaputt und dann machen wir da kaputt. Da haben wir jetzt ein bisschen getrödelt mit dem Multiplikator. Da hätten wir noch mehr rausholen können. Aber gut, was soll's. So, wir brauchen jetzt nur noch einen Knopf. Ich weiß, wo er ist. Ich weiß, wo er ist. So, der ist nämlich da hinten bei diesen Formationen. Da können wir auch noch gleich reinspringen und die kaputt machen. Aber hier ist noch eine Metallkiste. Er hatte übrigens am Anfang, also dieser Spion hat am Anfang gesagt, Obelix kann den Zaubertrank nicht trinken. Naja, die war das einfach, die haben das Spiel so designt, dass man mit Obelix nie einen Zaubertrank zu Gesicht bekommt. Findet man einfach nicht. Also immer, wenn man die Kontrolle über Obelix hat, dann ist man in einem Bereich, wo es keinen Zaubertrank gibt, ganz einfach. Also man wird nie in die Versuchung kommen, mit Obelix einen Zaubertrank zu nehmen, weil man ihn nie findet. Ansonsten würde ich eigentlich ganz gerne sehen, was passiert, wenn Obelix einen Zaubertrank aufnimmt. Könnte ja mal irgendeiner reinhacken oder so. So. Ah, komm schon her. So, und da ist der letzte Schalter. Ding. Diese Knöpfe sind eigentlich fast immer optional. Die müssen wir nicht wirklich betätigen. Da ist jetzt hier diese Druckplatte und da werden wir, glaube ich, noch einen Lorbeerkranz kriegen. Ja. Machen wir einfach mal. Springen wir mal drauf. Und da kommt auch die Eiskugel wieder an. Und macht da den schönen Eisberg kaputt. Jawohl, und da haben wir noch einen Lorbeerkranz. Ist das nicht wunderbar? So, und jetzt können wir hier weitergehen. Hätten wir natürlich auch vorher schon gekonnt. Muss nicht unbedingt sein, aber naja, ihr wisst ja, nicht wahr? Wenn ich so ein Versteck kenne, dann möchte ich das auch looten sozusagen. Und in der Normandie kenne ich, glaube ich, alle Verstecke. Also eigentlich müssten wir hier
alle Lorbeerkränze finden, ohne allzu große Anstrengung. Müsste eigentlich drin sein. So. Oh, jetzt sind wir wieder Asterix, okay. Ich spiele lieber Asterix. Obelix kommt mir immer so ein bisschen träge vor. Dabei ist es Quatsch, der ist genauso schnell. Hey, komm her, wo willst du hin? Was macht denn der? Warum rennt er weg? Komm her, du. Hallo. Ja, wegrennt man. Ja, ja, siehst du? Und jetzt erst in der Masse werden sie gefährlich. Das ist genauso, das hat doch auch Gary gesagt in der ersten Pokémon-Edition, oder? Ach nee, das war glaube ich, der Rivale in der zweiten Pokémon-Generation, also in Gold, Silber und Kristall, wo er gesagt hat, Team Rocket kommt immer in Rudeln, aber alleine sind sie schwach. Ich hasse sie. Sie werden denen nur gefährlich, wenn sie mehrere sind. Und das gleiche ist hier mit den Römern. Das ändert sich im zweiten Asterix und Obelix XXL. Das werde ich auch auf jeden Fall noch machen. Aber erstmal sind wir hier dran. So. Hier geht's jetzt los in einen Windkanal. Bringt natürlich nichts, da denn reinzugehen, weil der Wind es sofort auspustet. Deshalb müssen wir schön abpassen, wann wir da reingehen. So. Ah, das hat gerade so gepasst. Können wir uns hier verstecken, bis der Wind aufgehört hat und dann in die nächste Nische gehen. Und hier müsste auch was zum Anzünden sein. Genau. Seht ihr mal. Wunderbar. Und dann müssten wir wieder in die nächste Nische reingehen und wieder warten, bis der Wind aufgehört hat. Ist ein bisschen repetitiv, ich geb's zu. Es ist ja jetzt auch nicht das AAA-Spiel, aber es gefällt mir trotzdem. Ich mag es. Ich mag Asterix und Obelix XXL. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Übrigens, wir haben 17.950 Helme. Ich glaube, wir können uns die Wut-Kombo leisten. Die kostet nämlich 17.500 Helme für Idefix. Bin ich der Meinung. So, jetzt lass mich mal schnell hier anzünden. So, und jetzt können wir kämpfen, Römer. Oh, so, erstmal schnell hier dem verdammten Bogenschützen ausgewichen, weil die sind echt gefährlich. Aber wie viele Schläge der aushält? Ich verstehe das nicht. Und der hinterlässt auch keinen Helm. Also der Bogenschütze ist ein besonderer Gegner und ich weiß nicht wieso. Aus irgendeinem Grund ist der Bogenschütze anders als die normalen Legionäre. Ich kann mir das nicht wirklich erklären. Vielleicht ist es auch ein Fehler und das soll gar nicht so sein. Ich weiß es nicht. Jawohl! So, und wenn sie entwaffnet sind oder wenn sie halt so dastehen mit den Sternchen im Kopf, dann kann man sie auch so wirbeln. Aber durch das Wirbeln verletzt man sie nur so weit, dass sie nur noch einen einzigen Schlag brauchen, um sie zu besiegen. Aber mit dem Wirbeln selbst wird man sie nie besiegen. Also es ist ein bisschen komisch. Aber gut, was soll's. Ansonsten wäre das Wirbeln wahrscheinlich auch übermächtig. Hatten sie bestimmt am Anfang anders eingestellt und programmiert und dann haben sie das gemacht und dachten sich so, ey, wenn ich die ganze Zeit nur am Wirbeln bin, dann kommt ja keiner an mich ran, dann bin ich ja unbesiegbar. Und das war, glaube ich, schon eine ganz gute Entscheidung. So, angezündet und weiter geht's. Müssen wir hier wieder warten, das ist sehr ungünstig, weil wir das ja nicht sehen, aber das war sehr schlechtes Timing. Das war extrem schlechtes Timing. So, gucken wir mal, ob es jetzt hinhaut. Ob das jetzt besser ist? Ich glaube, jetzt ist besser. Oh, kommen wir da durch? Ja, hat gerade so gereicht. Wunderbar. Es könnte... Nee, es ist kein Kanal, der die Fackel nicht ausmacht. Ich dachte, das wäre jetzt so ein scheinheiliger Kanal, der uns zwar Angst einjagen will, aber in Wirklichkeit die Fackel gar nicht ausmacht. Aber er macht sich trotzdem aus. Na gut, ist ja auch egal. Der Wind wird ja auch immer erstmal ein bisschen stärker. So in den ersten Sekunden tut er ja gar nichts. Da pustet er zwar ein bisschen, aber ihr seht ja, da passiert nichts. So, und jetzt machen wir erst einmal hier kaputt. Und dann kommen wir da wieder durch. Hintergrund hinter all dem Zeug war jetzt eben nur eine brennende Fackel zu bekommen. Weil wir ja unsere Fackel angezündet haben und dann ging das Tor zu. Also es war eigentlich nur unser Ziel, mit einer brennenden Fackel durchzukommen. Um im Endeffekt diese Brücke auszufahren. Sind also ein bisschen komische Schlussfolgerungen, ich weiß, aber was soll's. Was soll's, es ist ein Jump-and-Run-Spiel, es ist Fun, es ist Action, es ist Spaß. Finde ich völlig in Ordnung. So, kommt her hier. Okay, und jetzt geht's hier weiter und ich glaube, da ist noch ein Fass zum Anzünden, da werden wir uns gleich mal nochmal Feuer holen. So, oh, 4. Donnerwetter. 4 ist ja ganz schön krass. So, ein Katapult mit einer grünen Fahne, das heißt, von da aus geht es weiter. Von da aus kommen wir im Levelfortschritt weiter. Jetzt holen wir uns aber erstmal nochmal ein bisschen Feuer für unsere Fackel, weil da ist noch ein explosives Fass. Und das löst eine richtig schöne Kettenreaktion aus. Ihr werdet sehen, ihr werdet sehr begeistert sein, was das für eine tolle Kettenreaktion auslöst. So, jetzt sind wir erstmal schnell hier hochgelaufen. Ich glaube, das Fass muss hier irgendwo um die Ecke rumstehen. Das ist irgendwo... Hier, genau da steht es.
Sehr schön. Oh yeah. Das war, glaube ich, das einzige Mal im ganzen Spiel, wo es so eine Kettenreaktion gibt. Ich meine, ich habe ja noch nicht alle Lorbeerkränze gefunden. Und dementsprechend habe ich wahrscheinlich auch noch nicht alle Bereiche zu 100% gesehen, die es im Spiel gibt. Und dementsprechend könnte es vielleicht noch ein paar Abschnitte geben, die ich nicht kenne und in denen etwas Ähnliches passiert. Aber ich würde mal sagen, zu 98% habe ich das Spiel gesehen. So, komm her, Obelix. Wir müssen weiter. Ilfix natürlich auch. Eigentlich erstaunlich, dass die Landung uns nicht schadet. Sturzschaden scheint es hier nicht zu geben. Okay, mit denen können wir es aufnehmen, denke ich mal. Was soll das? Ja, die greifen mich hier an. Was fällt ihnen ein? Oh, zwei Centurios? Wie hat sich das eigentlich damals verhalten? Ne? Wie hatten das funktioniert mit den Centurios? Da können doch nicht mehrere Centurios sein, oder? Also, das ist doch schlecht, wenn man mehrere Chefs hat oder mehrere befehlshabende Offiziere. Das kann doch eigentlich nicht gut gehen. Kann ich mir nicht so wirklich vorstellen, dass das funktioniert hat. Oder vielleicht war das ja auch im alten Rom ganz anders, dass die dann irgendwie gesagt haben, okay, ich bin von mir aus länger dabei oder so, wir sind zwar auf dem gleichen Stand, aber trotzdem bin ich der mächtigere Centurio. Habt ihr übrigens eben gesehen, was passiert ist? Wir sind jetzt schon wieder bei 54 Gegnern. Hier gibt es irgendeinen Bug in diesem Kampf, dass man in bestimmte Gegenden läuft oder an einem bestimmten Zelt vorbei oder irgendwas und dann wird dieser Zähler zurückgesetzt. Ich weiß nicht wieso, ich weiß noch nicht, wann das passiert. Auf jeden Fall wird manchmal dieser Zähler zurückgesetzt und wir finden uns dann in einem Kampf gegen 100 Römer wieder oder sowas in der Art. Weil 40 hatten wir schon mal besiegt. Also wir waren schon mal bei dem Zähler 40, aber jetzt sind wir es eben nochmal gewesen. Ist ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht warum, manchmal wird der Zähler zurückgesetzt. So. Aber das macht mir auch gar nichts aus. Heißt einfach nur mehr Helme für mich. So, komm. Ja, jawohl. So. Wunderbar. Ach ja, genau, Idefix kann ja auch mal was machen. Los, Idefix, beiß! Also Idefix kann die Centurios auch beißen, aber die schreien dann halt nur auf und sind halt durch dieses Aufschreien kurz nicht in der Lage anzugreifen, aber die lassen dann halt nicht ihre Waffen fallen. Also auch bei den Centurios bringt es ein bisschen was, wenn Idefix sie beißt, aber halt nicht so viel wie bei den Legionären. So, und Kisten in dem Kampf aufzumachen ist auch gar keine so schlechte Idee. Ich rechtfertige das jetzt einfach mal, weil da ja auch immer Gesundheit drin sein kann, nicht wahr? Also das kann ja immer irgendwas drin sein, was einem denn hilft. So, hier zählt auch wieder die Formation dazu. Müssen wir auch zerstören und da kommen noch ein paar Römer raus. Wunderbar. Und das war's auch wieder. Seht mal, also wir haben bestimmt 70 oder 80 Römer besiegt, nicht nur 60 Widerstand, weil der Zähler einmal zurückgesetzt wurde. Und trotzdem sind wir relativ gut durchgekommen. Okay, wir haben ein Schild verloren, aber mein Gott, was soll's. Das ist so, also als ich das erste Mal Rayman 3 gespielt habe, da habe ich auch gesagt, in einem Kampf verliert man einfach Energie, das geht gar nicht ohne. Und später bin ich dann so gut geworden, dass ich irgendwie nie Energie verloren habe. Aber so ähnlich würde ich jetzt über Asterix denken. Das sind einfach, man kann einen Kampf eigentlich nicht völlig komplett überstehen, ohne Schaden zu nehmen. Das ist, glaube ich, nicht wirklich möglich. Und wenn man... Scheiße, hier ist ein Multiplikator. Ja, das ist ganz großartig. Ich meine, wenn man das doch schaffen wollen würde, dann müsste man wahrscheinlich die ganze Zeit so blöd rumhampeln und die ganze Zeit nur am Springen sein. Und das finde ich dann auch irgendwie doof. Und das ist... Och, nee. Ich will mich mächtig fühlen und Asterix ist keiner, der die ganze Zeit ausweichen würde, oder? Oder? Ich bin mir darüber nicht so sicher, ich laber nur. So, jetzt können wir aber hier erst einmal weitergehen und gucken, was da für Abenteuer auf uns warten. Na, da ist ein Druide. Wunderbar. Wisst ihr was, das ist, glaube ich, für mich ein ganz gutes Zeichen, dass ich jetzt erstmal wieder aufhören werde. Das war die erste Aufnahme Asterix und Obelix XXL. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.